Dann denke ich an mein Studium in Münster zurück. Ich habe ja Kommunikationswissenschaften oder Publizistik, hieß es damals, studiert und ja, hat mich im Nachhinein nicht wirklich auf meinen jetzigen Beruf vorbereitet, aber zumindest habe ich ein paar nette Leute kennengelernt und ich habe schon Zeit mit Sinnloserem verbracht. Also das waren 11 Semester in Münster, wo ich mich auch mit der Kommunikationstheorie vor allem sehr ausführlich beschäftigt habe. Das war damals ein eher theoretischer Studiengang und mit Medienwirkungsforschung und so einem Kram, den ich dann aber auch nie wieder getroffen habe in meinem ganzen Leben. Das geht eigentlich sehr gut zusammen. Also ich meine, wir sind ja nicht, weiß Gott, nicht die Ersten, die das machen. Also es hat ja eine sehr, sehr lange Tradition. Der Unterschied vielleicht zu klassischen Kabarettformaten ist, dass wir ab und zu auch ganz bewusst Ausflüge in Richtung Comedy machen und im Grunde so eine Art Schnittmenge aus Satire und Comedy darstellen. Aber die, sagen wir mal, das Grundbedürfnis, sich über die Herrschenden lustig zu machen oder auch Politik erträglicher zu machen mit dem Mittel des Humors, das geht wahrscheinlich in die frühe Steinzeit zurück. Also da sind wir, weiß Gott, nicht die Ersten. Ich hatte im letzten Jahr zwischendurch ein bisschen Angst, jetzt aber nur mit Blick auf unsere Sendung, dass, sagen wir mal, Innenpolitik ausstirbt in Deutschland, weil das so mein Eindruck ist, dass das die GroKo vor allem geschafft hat, dass es eigentlich keinen öffentlichen Diskurs mehr über wirklich spannende innenpolitische Fragen gibt, die das Land spalten. Aber sagen wir mal so, die letzten Wochen haben mich natürlich dann doch eines Besseren belehrt. Also die ganze Zuwanderungsdebatte, die da plötzlich über uns geschwappt ist, glaube ich, wird uns noch eine Weile begleiten. Und naja, mit der Wahl in Griechenland verschiebt sich natürlich auch alles in Sachen Euro-Rettung. Auch da wird es, glaube ich, noch mal sehr, sehr spannend dieses Jahr.